Jetzt! Au, jetzt ab! Und! So viel. Und Vorsicht, Knochen weg! Ja. So. Gut. Gut. Damit der Stamm auf diesen Rundhölzern festliegt, werden an den betreffenden Stellen die Lager gehauen. Wenn der rohe Stamm auf das Lager gebracht ist, wird er mit Klammerhaken festgelegt. Mit der Richtlatte wird zunächst die nutzbare Dicke festgestellt. 24 cm. Nach dem ermittelten Maß kennzeichnet man jetzt auf der ersten Seite schon die Kante. An den Enden lässt sich das frische Holz verhältnismäßig leicht herunterhauen. Um in der mittleren Partie die Arbeit zu erleichtern, werden zunächst senkrechte Kerben eingetieft. Dadurch werden die zähen Holzfasern in regelmäßigen Abständen unterbrochen. Wenn man jetzt die stehen gebliebenen Backen mit der Axt bearbeitet, lassen sie sich verhältnismäßig leicht herunterschlagen. Bei dem Stamm auf dem nächst tieferen Lager hat man schon mit der Feinbearbeitung der beiden Seitenflächen begonnen. Zur eigentlichen Kunst der Zimmermannsarbeit gehört der Umgang mit dem Beschlagbeil, das hier als Flatschbeil bezeichnet wird. Mit der messerscharfen, 22 cm breiten Schneide wird die grob angelegte Fläche haargenau zugerichtet. Der kurze Stiel des Zimmermannsbeils ist seitlich so gekröpft, dass die Klinge parallel zur Fläche geführt werden kann, ohne dass die Hände den Stamm berühren. So. Also, fang an. Los. Umlegen. Die Schwärze zum Einfärben der Schnur rührte man sich früher aus Ofenruß und Leinöl zusammen. Durch den Schnurschlag mit der geschwärzten, von Kopf zu Kopf stramm gespannten Schnur kann man die Linien schnurgerade auftragen. Wenn die Endpunkte mit dem Lot auf die Unterkante übertragen und anschließend für den Sägeeinsatz auf der Stirnseite durch Linien verbunden sind, wird der Stamm zum Abschnüren der Unterseite gewendet. Mit schaukelnden Bewegungen kann man den schweren Stamm Stück für Stück auf das rampenartig ansteigende Längsholz des Bockes hinaufbefördern. Bist du mit dem Stamm? Jetzt, hau! Jetzt. Jawohl! Da etwas auf die Bock! Hau! Stopp! Jetzt, stopp! Vorsicht! Nur mit der Ruhe. Ein bisschen schieben. Ja. Ja. Und jetzt schieben. So, gerade, die Stange gerade. Der behauene Eichenstamm liegt richtig, wenn er bis zur Hälfte über den Sägebock hinausragt. Langsam, langsam werden, noch leicht, sachte, sachte noch ein klein bisschen, noch ein klein bisschen. Oh Gott! Bis die Säge im Schnitt Führung gewinnt, muss sie sehr behutsam betätigt werden. Der erste Schnitt wird in der Stammmitte angesetzt, weil sich das Holz hierbei zur Hälfte aufspaltet und seine Spannung verliert. Wenn das Ende vor dem Kopfstück des Bockes erreicht ist, wird zum nächsten Schnitt angesetzt. Bei den ersten Sägezügen gibt der Obermann dem Blatt mit der Spitze des vorgestellten Schuhes eine provisorische Führung. Da die Dielsäge so eingerichtet ist, dass sie nur bei den Abwärtsbewegungen schneidet, muss sie beim Anheben lediglich neu in Position gebracht werden. Für den Hausbau nahm man früher ausschließlich Eichenholz.
Für das Zerteilen eines 70 bis 80 cm dicken Eichenstamms rechnete man früher 3 bis 4 Wochen. Zum Einschneiden der 20 bis 30 Festmeter Holz, die zur Errichtung eines zweistöckigen Fachwerkhauses benötigt wurden, brauchte man gut 3 Monate. Der aufgebockte Stamm ist inzwischen in langdauernder Arbeit mit 7 Schnitten aufgesägt, die vorerst nur bis zur Hälfte geführt sind. Wenn der letzte Schnitt das Kopfende des Bocks erreicht hat, muss das andere Ende des Stammes nach vorne gedreht werden. So, das Keil einrichten. Brech dann weg. Jawohl. Bob, anheben. Anheben. So. Wenn der Stamm hinten neu befestigt ist, liegt er für den zweiten Sägegang bereit. So. Zuvor müssen die Sägezähne neu geschärft werden. Da die Säge nur auf Zug, also beim Niederfahren schneidet, wird sie beim Heraufziehen geringfügig vom stehenden Holz abgehoben. Dadurch ergibt sich eine langgezogene, kreisende Bewegung, die Kräfte spart. Damit der Stamm nicht vorzeitig auseinanderfällt, werden die Sägeschnitte vorerst noch nicht ganz durchgelegt. Man lässt in der Mitte einige Zentimeter stehen, die für den Zusammenhalt sorgen. Das fällt dann auseinander. Schluss. Immer rein. Immer noch. Erst wenn der Stamm am offenen Kopf, wo man die Schnittkeilchen entfernt, mit der Kette gebunden und stramm gezogen ist, kann er in der Mitte durchgesägt werden. Da man oben schärfer auf die Mitte zuhalten kann als unten, gehen hier die Schnitte ineinander über. An der Unterseite, wo der Bock hindert, bleibt eine kleine, winklige Fläche ungeschnitten, die man Seele nennt. Gleichzeitig. Heiliger Kommando. 1, 2, genau, richtig. Wunderbar. Feste. Beim Auseinandernehmen zeigt sich, dass die Seelchen zwischen einigen Dielen noch fest zusammenhalten. An den winklig schmalen, rauen Flächen kann der Kundige bei alten Fachwerkhäusern erkennen, ob die Hölzer mit der Dielsäge auf dem Bock geschnitten sind. Nächsten. So, jetzt sind wir auf. So, fertig, jetzt nach oben. Oh mein Gott.